Das war bestimmt Drakes. Was hast du wohl gesucht, hm? Sieh an. Kommt mir bekannt vor. Hm. Sie haben nie abgelegt. Elena. Hey, da ist sie. Aufgepasst! Scheiße! Oh nein! Ich bin vielleicht kein so toller Schatzsucher wie du. Aber hier wirst du Eldorado nicht finden. Wie bist du denn da wieder reingeraten? Naja, eigentlich hatte ich vor, dich zu retten. Oh, wie süß von dir. Traditionelle Sandsteinquader und Putz. Kalkmörtel, hm. Hey, woher weißt du denn das alles so genau? Meine Serie. Sendung 4. Baumeister der neuen Welt. Ja. Ein Ruck und die Stangen sind raus. Was? Nein. Moment, bist du sicher? Los auf dem Weg, Borgo! Der Patan macht die verdammte Tür auf! Los jetzt! Na toll. Hey, Drake. Eddie Raja. Ich hätte wissen müssen. Faszinierendes Dokument, was? Dieser Sir Francis war wohl in meiner Branche unterwegs. Red dir nichts ein, Eddie. Unfreundlich wie eh und je, hä? Ich sag dir was. Bring mich zum Gold, dann lass ich dich vielleicht am Leben. Ach ja? Das war's? Jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben? Na, schwere Entscheidung, aber weißt du, ich nehme jetzt sterben. Hey, Kamu! Hör zu, du Made! Auf dieser verdammten Insel soll es einen Schatz geben. Und jetzt sterben meine Leute. Man kann nicht mal ohne Feuerschutz vom Pissen rausgehen. Und es kommt nichts dabei herum. Ich mach dir ein faires Angebot. Du hilfst mir, den Schatz zu finden. Und wer als letztes überlebt, kriegt das Gold. Und die Kleine, natürlich. Die Kleine? Ach, Eddie, die ist doch schon weg. Die ist längst runter von der Insel. Hilfe holen. Dai Gujing, du warst noch nie gut beim Pokern. Ich werde sie finden. Glaub mir, was kann eine Frau allein schon ausrichten? Und? Komm schon! Danke. Hey, verdammt! Okay. Gut gemacht. Danke. Hey, wo Capito? Festhalten! Endlich Amerika! Hinterher! Schnappt sie! Los, los! Oh Mann, die Kleine hat's drauf. Knallhart schießen wir uns jetzt hier raus. Granaten können wir auch werfen. Nein! Boah, yes, gesessen! Da kommen sie! Okay, ich habe wenig Lebensenergie. Auch wenn wir hier mobil unterwegs sind, dennoch halte ich ziemlich wenig aus. Ich denke mal, Munition haben wir keine, aber die Granaten haben einen Cooldown. Wieder mal hier ein wunderschöner Treffer von mir. Plopp. Oh yes, die holzen wir weg. Okay, ich denke, wir kommen hier fein raus. Die Landschaft hier sieht wunderschön aus. Sehr malerisch. Ich habe sie. Sie kommen von der Seite. Woher haben die Ausrüstung? Was sagt ihr dazu? Ich dachte, wir bekriegen hier arme Piraten. Piraten und Schmuggler. Sogar die Bäume fallen hier um. Na, das Level-Design ist cool. Ja.
Wow, wenig Lebensenergie. Links. Da sind sie. Yes, getroffen. Und den nächsten hinterher. Ah, Treffer. Oh, Vorsicht, Klippe. Elena kann fahren. Eine taffe Frau. Oh nein, 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 nein! Oh Mist! Ich sagte, Vorsicht, Klippe! Gnadenlos! Ja, ja! Ey, die Kleine hier kennt ja gar nichts. Wow! Beeilung! Gib Gummi! Oh nein! Boah, haben die mir eben gerade wieder eingeschenkt. Aber diesmal haben wir sie gut weggeholt. Da kommt noch einer hinterher. Keine Chance gegen uns. Stehen immer wieder hier an der Seite. Eben gerade habe ich es gesehen. Warten hier und lauern. Aber woher kennen sie unseren Weg? Eingebung? Was sagt ihr dazu? Nate! Lass sie weg! Der Weg ist frei! Wie viele denn noch? Okay, Freunde, es gibt eindeutig zu viele Piraten hier auf der Insel, die zu gut zielen können. Nate? Los, Vollgas! Schneller! Wow! Hätte nie gedacht, dass das klappt! Wer war dieser Typ? Bloß ein alter Geschäftsführer. Ah, Vorsicht! Oh nein! Festhalten! Nein. Festhalten! Nate! Okay. Nimm meine Hand. Okay. Das war's. Alles klar? Bei mir ja. Aber du blutest. Ach, das ist nur ein Kratzer. Nichts wie weg hier. Komm schon! Wo soll's denn hingehen? Hey, Eddie! Habt ihr wirklich gedacht, ihr werdet mich los? Nein, nein. Die junge Dame hat nur eine Rundfahrt bei mir gebucht. Schnauze! Ihr arbeitet doch auch für die. Was? Ihr wolltet mich verarschen und alles für euch behalten, stimmt's? Verdammt, der Typ spinnt! Eddie, entspann dich, Kumpel. Ja, ihr habt leider verloren. Und sitzt hier fest. Also, her mit der Karte. Festhalten. Na gut, du hast mich. Das ist nur fair. Hey, ganz ruhig. Entspann dich, Eddie. Ich hol nur die Karte, ganz wie du willst. Ich sagte, festhalten. Mach ich. Dann gib sie her. Wie jetzt? Ich soll doch stillhalten. Dann wirst du sie dir wohl holen müssen. Taikamo! Los, los! Oh Mann, was für ein Ritt! Aber wir leben noch. Wir mal eben. Oh, verdammt nochmal! Oh, die geben wohl nie auf. Erst hier. Wie können die so schnell hier unten sein? Das gibt doch gar keinen Sinn. Hey! Diese dämlichen Piraten, Schmuggler, was auch immer. Sauber durch die Stirn. Immer meine Stirn. Sie wollen immer meine Stirn. Wow! Ich bin noch am Leben. Granaten hier drüben, Munition, sehr gut. Der sollte erledigt sein. Und den nächsten auch noch weggeholt.
Was haben wir hier so? Ich könnte eine AK gebrauchen. Eine AK wäre eine sehr geile Sache. Oh nein, wieder so einer. Wie fühlt sich das an? Alles klar, dem seine Shotgun hole ich mir. Sehr schöner Schuss. Ein bisschen Munition haben wir noch. Pistolenmunition können wir mitnehmen, durchladen. AK hier drüben. Aber hier, Pistolenmunition, komm. Sehr gut. Tja, wo sind wir nun? Können wir hier nach oben gehen? Warte mal, hier oben könnte doch was sein. Oder hierhin? Es sieht so aus, als hätte man da oben einen Weg. Aber anscheinend doch nicht. Na komm, noch ein Versuch. Drücken, 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 drücken. Elena, geh durch. Das war ein Riesenfehler. Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal, was war das? Was? Zurück. Ja. Halt, stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Pff, bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los. Ach, komm. Du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut. Ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu, wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt! Diesmal fahr ich. Okay. Okay, los geht's. Rauf auf den Jetski. Ich verstehe das nicht. Wie verschwindet einfach eine ganze Kolonie? Und wir bekommen Probleme. Wir Gesellschaft. Alles klar, ich denke mal, die Fässer hier, die müssen wir zerstören. Irgendwo hier oben hat jemand geschossen, aber ich sehe ihn leider nicht. Er muss hier drüben sein. Sehr schöner Treffer, sehr gut. Wir haben hier unendlich Granaten. Ich wünschte, so eine Waffe hätte ich permanent. Würde mein Leben hier in Uncharted doch deutlich einfacher machen. Die ganze Stadt steht unter Wasser. Erstmal wieder hier hin. Ich muss mich hier langsam vorarbeiten. Denn sonst werden wir wieder ganz schnell zerlegt. Du musst uns Deckung geben. Okay, hier können wir durch. Die nächste Ladung Fässer. Hier oben wieder einer. Macht einen Abflug. Und sehr schön. Na komm schon. Wow, 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 wow. Hinter uns, neben uns, keine Ahnung wo. Überall. Den haben wir. Lebensenergie, Lebensenergie. Und weiter geht's. Holy shit. Wow. Der eine hat einen Granatenwerfer. Ugh.
Noch jemand in der Nähe? Gut, wir arbeiten uns hier wirklich langsam durch. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Denn nein, sonst habe ich hier keine Chance. Man sieht es ja, die können so gut treffen. Und hier brauchen wir Gummi. Festhalten! Da ist es! Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ich habe mal was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich meine ja nur, hier ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Oh Mann. Danke. Mit dem Kabel da hoch. Finden wir es heraus. Ich bleib hier und pass auf das Fahrzeug auf. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Turm zu finden. Ja, sehr gute Idee, denn alleine sind wir so oder so besser dran. Mhm. Neue Freunde. Okay, kriegen wir den hier. Sehr schöner Schuss. Immer noch am Leben. Es war so ein schöner Schuss. Das wird dir wehtun. Aber er musste auf jeden Fall erstmal hier seine coole Judo-Rolle machen. Wir gehen mal hier hin. Können wir hier was mitnehmen? Ich würde so gerne so einen kleinen Schatz finden. Wie viel Munition? 8 Munition noch hier. Ich würde sagen, wir rennen doch so ein bisschen mit der Shotgun rum. Ich spiele die ganz gerne. Also Laune macht sie auf jeden Fall. Hat nur ein bisschen wenig Munition. Wow, woher kommt der? Ich versuch's. Wollte sich hier anschleichen. Wir sind ein bisschen merkwürdig drauf. Okay. Ich würde sagen, sie sind irgendwie so leicht schwul. Ich habe wenig Munition. Daneben so. Schaltet ihn aus. Da drüben rennen noch mehr rum. Macht keine Gefangenen. Keine Gefangenen, was? Boah. Shit, Mann. Granatenwerfer hier oben. Hab ich ihn. Er hält eine ganze Menge aus. Er hat einen Rucksack und einen Hut. Okay, wir nehmen die AK mit. Auf jeden Fall. Ich habe keine Munition mehr. Hier drüben war noch so ein bisschen Munition. Das hier war meine Mikro. Nee, danke. AK-Munition. Was haben wir hier? Pistolenmunition. Schon wieder die Mikro. Na gut, dann nehmen wir sie eben doch mit. Obwohl, die Pistole finde ich ein bisschen besser. Erstmal hier nach oben. Bringt ihn um! Okay, hier sind noch einige. Ich dachte, wir hätten nur noch einen Mann. Sind wohl noch ein bisschen mehr. Du bist tot! Verdammt! Und komm schon! Boah, er kann zielen, wir nicht. Okay, wenig Lebensenergie. Du bist tot. Ich habe noch eine Kugel und die gehört dir. Sehr cool. Hätte ich jetzt daneben geschossen, wäre der Spruch für den Arsch. Na, ich weiß ja nicht, 3 Schuss. Dann doch hier lieber so eine volle AK mitnehmen. Eine Nate für den Nate. Nee, jetzt! Nein! Der Fette von der Seite! Okay, jetzt stehe ich wieder hier rum. Also, die wissen wirklich, wie man jemanden in den Wahnsinn treibt. Na komm, wir machen so. Bisschen höher und vielleicht holen wir einen weg. Ich glaube, einen habe ich weggeholt. Er hat die Explosion überlebt.
Aber nicht die Kugel hier. Die Shotgun ist noch voll, die behalten wir, die spielen wir so lange. Er ist hier drüben. Noch am Leben? Noch am Leben! Jungs, ja! Es wird Zeit, hier zu sterben! Jetzt gerade noch die Rolle weggemacht! Hui! Alles klar, der Granatenheini noch da oben. Nochmal hier die Munition mitgenommen. Okay. Okay. Nehmen wir sie doch mit. Wir nehmen sie mit. Ja, komm. Alles klar, den hätten wir. Den hätten wir, sagte ich. Was haben wir hier? Nee. Wir spielen jetzt so ein bisschen die Uzi. Okay, Freunde, jetzt kommen viele. Wir bleiben mal hier an der Ecke. Denn diesmal will ich auf jeden Fall hier stehen. Die kommen ja alle hier drüben raus. Bis dann. Okay. Es geht los. Ich bin bereit. Müssen wir nach vorne gehen? Jetzt geht's los. Der fette Mann wieder, er frisst Kugeln. Noch ein Fettsack. Holy. Boah, ist der geflogen. Eben gerade haben wir wirklich ein Wunder gesehen. Wie kann jemand so dickes so weit fliegen? Munition, was hatten die hier? Ich würde sagen, wir nehmen hier mal die Shotgun mit. Die Pistole. Moment. Shotgun. Pistole. Sieben Schuss. Könnte mehr sein, könnte aber auch weniger sein. Noch ganz schnell hier drüben hin, denn es könnte sein, dass wir hier... Yes, ich hab's doch gewusst. Und wir bekommen einen silbernen Frosch. Echt antik. Wenn wir kein Gold finden, habe ich immerhin jede Menge Silber. Hier drüben hin. Wie jetzt? Da sollen wir doch hin. Oder müssen wir hier raus und hier nach unten? Na gut, dann eben so. Die Wege hier. Ich finde, man kann sie immer so ganz schwer erkennen. Da ist der. Cool bleiben, cool bleiben. Aha, da sehe ich was. Und ich falle nach unten und bin tot. Also wirklich, wer stirbt denn bei sowas? Nochmal hier mit Schwung. Wo genau wollen wir hin? Nach drüben, Nate. Nach drüben.